Hallo und herzlich willkommen im Wald. Thema heute Trockenheit, denn wir schreiben den 25. Juli 2018 und wer das Video relativ aktuell guckt, weiß natürlich, es ist gerade sehr trocken bei uns in Deutschland, auch im angrenzenden Ausland und leider auch in Skandinavien und Griechenland, weil da brennt es entsprechend sogar im größeren Umfang. Ne? Dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr, je nachdem, wie ich zeitlich hinkomme mit dem Video. Trockenheit und der Wald ist so eine Sache, weil das Erste, was man dazu wissen muss, ist erstmal, dass Trockenheit bzw. Wasserverfügbarkeit, sagen wir es so, ist der limitierende Waldwachstumsfaktor. Unsere Wälder würden alle wahrscheinlich besser wachsen, die allermeisten, 80%, um genau zu sein, wenn man ihnen mehr Wasser zur Verfügung stellen würde. Also sprich, Licht. Wachstumsfaktor für Pflanzen Nummer 1 ist überall in Deutschland ungefähr gleichmäßig vorhanden. Würde nirgendwo fehlen. Das ist also nicht der limitierende Faktor. Nährstoffe, sprich Magnesium, Calcium, Nährelemente, das Zeug, was im Boden steckt, und auch Stickstoff, ist auf den allermeisten Standorten, auf denen Wald bei uns rumsteht, auch genug vorhanden. Daran würde es nicht scheitern, um schneller zu wachsen. Auch CO2, ne, der Stoff, mit dem der Baum eigentlich wächst, ist reichlich in der Atmosphäre vorhanden. Streng genommen sogar ein bisschen zu viel. Ne? Aber woran es tatsächlich auf 80% der deutschen Waldstandorte eben mangelt, ist Wasser. Mehr Wasser würden die Bäume gerne nehmen, kriegen sie aber nicht. Trockenheit ist daher wirklich ein großes Problem, weil da geht es ja nicht nur darum, dass man im Grunde auch gerne noch mehr Wasser hätte, sondern es geht darum, dass man wirklich zu wenig Wasser hat und das führt dann sehr schnell zu großen Problemen und nach aktuellen Prognosen werden das wahrscheinlich auch die größten Probleme der Wälder der Zukunft sein. Also wenn wir uns unsere Waldentwicklung anschauen, dann sorgen die meisten Förster inzwischen entsprechend vor, indem sie mehr trockenheitsresistente Bäume schon mal voranpflanzen in ihren Wäldern, um halt eben auf eine Zunahme von trockenen Sommern insbesondere vorbereitet zu sein, die sonst zu größeren Schäden in Waldbeständen führen können. Der krasseste Sommer und beste untersuchteste Trockensommer ist 2003 gewesen. 2007 war auch nochmal sehr trocken, 2015 sehr trocken. Oder war es 2008? Nee, 2007 war, glaube ich, auch nochmal so ein trockener. Naja, es gibt inzwischen, 2012 war auch nochmal ziemlich trocken. Es gibt inzwischen einige Beispiele für ziemlich trockene Sommer, wo man dann schon entsprechende Auswirkungen aus Waldwachstum hat feststellen können. Und das ist auch kein Wunder, weil, wie gesagt, Wasser der limitierende Faktor schlechthin. So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind ein Baum. Wenn wir am Baum sind, dann haben wir zwei Möglichkeiten, um an Wasser zu kommen, beziehungsweise das Wasserproblem zu lösen. Entweder wir sorgen dafür, dass wir so richtig viel Wasser abbekommen, soweit wir das möglich tun können, weil wir können ja nicht aufstehen und weglaufen, sondern wir können ja nur da an Wasser zu kommen versuchen, wo wir halt jetzt gerade nur mal sitzen. Ist halt so, wenn man am Baum ist, ne? Dafür wird man ziemlich alt, auch ein Vorteil. Oder Möglichkeit 2, wir versuchen unseren Wasserverbrauch zu reduzieren. Oder eine Kombination aus beiden. Aber in diesen Stellschräubchen kann man drehen. Wasserverfügbarkeit verbessern bedeutet mehr Wurzel. Bessere Durchwurzelung, tiefere Durchwurzelung, intensivere Durchwurzelung. Wasserverbrauch reduzieren bedeutet zum Beispiel, man besorgt sich Laub, das angepasst ist, um mit großer Trockenheit zurechtzukommen, wie zum Beispiel hier der Ilex. Ilex aquifolium hat hier so schön glänzende Blätter, die so leicht ledrig aussehen von der Oberfläche her, fast schon so ein bisschen wie Plastik, so ein bisschen in die Richtung. Warum hat er das? Ja, tatsächlich, um den Wasserverbrauch entsprechend zu reduzieren. Die reflektieren auch einen Haufen Sonnenlicht, deswegen glänzen sie auch so schön. Das sind also deutliche Blätter, die unter anderem angepasst sind, um halt eben den Feuchtigkeits, Verbrauch zu reduzieren, den Wasserverbrauch zu reduzieren. Mein Beispiel, Fichte. Ist die besonders trockenheitsempfindlich tatsächlich inzwischen schon ein bisschen, ne? Weil, das weiß inzwischen auch jeder meiner Zuschauer, wir haben die Fichte ja wohin gepflanzt, wo sie nicht hingehört, nämlich ins Flachland. Wo gehört sie eigentlich hin? Ins Gebirge. Was ist im Gebirge? Na, das Gebirge dient immer als Wolkenfänger. Wolke bleibt dran hängen, regnet ab, ist vergleichsweise feucht. Natürliche Fichtenwälder in Deutschland. Schönes Beispiel um den Brocken drumherum. Habe ich mir jetzt neulich erst angeguckt.
Und da hat es dann eben entsprechend auch natürliche Fichtenwälder und die haben halt eben die luxuriöse Situation, dass es da einfach nie an Wasser mangelt. Das ist einer der Standorte, da gibt es gar keinen Wassermangel. Wenn man jetzt die Fichte, die es nicht gewöhnt ist, unter Wassermangel zu leiden, wohin pflanzt, Flachland, wo Wassermangel durchaus vorkommt, dann sollte man sich eigentlich nicht wundern, dass die da vielleicht so ein kleines bisschen Schwierigkeiten hat. War schon noch nie besonders gut, die Fichte und die Trockenheit. Da jetzt aber die Trockenheit entsprechend zunimmt, prognostizierterweise, ist es besonders schwierig, mit der Fichte heutzutage noch zu wirtschaften. Und deswegen sind die meisten Forster auch fleißig am Alternativen zu den Fichten anpflanzen, vor allen Dingen eben wegen den Trockenheitsproblemen. Nicht nur, weil die Fichte schnell verdurstet, was sie durchaus potenziell vergleichsweise schnell tut, verglichen mit besseren Sachen, sondern auch eben wegen dem Borkenkäfer, der insbesondere dann kommt, wenn die Fichte unter Trockenstress, sprich wenig Wasser und entsprechende Anpassungen vornehmen muss, leidet. Ne? So. Warum hat die Fichte da ein Problem? Hat sie eine besonders tolle Wurzel? Nee, und das ist auch schon der springende Punkt. Die Wurzel reicht nicht tief, die Wurzel breitet sich zwar weit aus, ist im oberen Bereich des Bodens auch durchaus fein verästelt. Das heißt, wenn es regnet und der Boden dringt ins Wasser, der Regen dringt in den Boden ein, dann ist die Fichte durchaus in der Lage, mit ihrer oben fein verästelten Wurzel jede Menge von diesem Wasser aufzunehmen. Das Problem ist, wenn es viel Wasser auf einmal ist und das Wasser dringt in tiefere Bodentiefen vor, oder gar Richtung Grundwasser oder sogar in also weiter unten in den Boden, dann kommt die Fichte nicht mehr dran, weil bis dahin reichen ihre Wurzeln nicht. Und deswegen hat sie relativ schnell ein Problem. Wenn es lange Zeit nicht regnet, davor aber viel intensiv geregnet hat und der Boden ist in tieferen Schichten noch super feucht, dann merkt die Fichte davon trotzdem nichts, weil bis dahin reichen ihre Wurzeln nicht. Dafür hat sie aber relativ gut, wie jeder Nadelbaum, an Trockenheit angepasstes Laub. Das sind jetzt Tannennadeln, aber nur mal so zum Beispiel, ich halte es mir hier mal für den Hut, dann kann man es einigermaßen sehen und muss es noch scharf stellen. Die sind ja immer relativ hart, relativ fest, haben eine wachsartige Oberfläche. Das alles ist ein Transpirationsschutz und sorgt schon dafür, dass, na, das sollst du scharf stellen, dass die Nadeln da wenig Feuchtigkeit verlieren. Also der Wasserverbrauch ist schon reduziert, dadurch, dass man einfach ein Nadelbaum ist und Nadeln hat. Aber das funktioniert trotzdem nicht so gut, wie wenn man dazu noch eine gute Wurzel hätte. Beispiel Kiefer. Kiefer ist eine der Baumarten, die bei uns mit den trockensten Situationen klarkommen. Noch besser kann es unter Umständen der Wacholder, je nachdem, wo er steht. Ne? Aber das ist auch kein richtiger Baum, sondern eher ein Strauch. Aber so eine Kiefer, die kommt schon wirklich mit großer, großer Trockenheit vergleichsweise gut zurecht, weil sie A, ein Nadelbaum ist und entsprechend Nadeln hat. Und B, hat die Kiefer im Gegensatz zur Fichte eine schön tiefreichende Wurzel und kommt halt eben auch in die Tiefen, hoffentlich bei nicht allzu lange andauernden Dürreperioden noch feuchten Bodenschichten. Auch unsere Buche ist erstaunlich gut an Trockenheit angepasst, einfach wegen ihrer generellen Superdurchwurzelung des Bodens. Deswegen kommt die besser an Wasser, auch wenn sie Blätter hat, die absolut nicht zum Feuchtigkeit sparen geeignet sind. Buchenlaub relativ weich, relativ kuschelig, sieht sogar so ein bisschen saftig aus. Was saftig aussieht, ist nie zum Feuchtigkeitswasser sparen ausgelegt. Die Eiche ist dahingehend schon besser. Erstens mal hat die eine noch bessere Wurzel und reicht wirklich in die tiefsten Tiefen. Da kann es sogar vorkommen, dass eine Eichenwurzel bis ins Grundwasser runterhängt. Dann hat die Eiche ihr Leben lang keine Sorgen mit der Wasserversorgung. Oder zumindest nur geringe. Wegen einer Wurzel, die im Grundwasser hängt, kannst du nicht den ganzen Baum mit versorgen. Aber du kannst ihn zumindest vom Verdursten schützen, wenn es wirklich richtig, richtig, richtig trocken wird. Also eingehen wird die dann nie. Die hat dann auch ein bisschen Reduktion, ne, des Wachstums, aber mehr kann da eigentlich nicht passieren. Und eine Eiche hat auch schon wieder etwas festere, etwas ledrigere Blätter, als das bei unserer Buche der Fall ist. Die sehen schon nicht mehr ganz so saftig aus. Also nochmal ein bisschen besser an Trockenheit angepasst. Und auch Eiche kann man zum Beispiel hinter der Kiefer an irgendwelchen Felsklippen, sogar noch direkt auf der Klippe unter Umständen finden, wenn es da an der Stelle dann nochmal zusätzlich ganz gut regnet, weil die mit ihrer super starken Wurzel in irgendwelchen Felsspalten drin hockt und in diesen Felsspalten ja auch das Wasser versickert und darunter fließt. Und dann kann sie quasi jeder Regen, der ankommt, für die Eiche dann auch verfügbar gemacht werden auf diesem Wege, weil sie alles, was an wasserspeichernder Fläche vorhanden ist, wie so eine Felsspalte, da auch eine Wurzel drin hat. So, und jetzt
müssen wir uns mal ein bisschen Gedanken machen über die Wasserspeicherung, die in so einem Wald so stattfindet. Ne? Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie man Wasser speichern kann, wenn man im Baum ist. Entweder man hat einen Boden, in dem man zufällig steht, der eine gute Wasserspeicherungsfähigkeit besitzt, oder man speichert das Wasser in sich selbst. So, fangen wir mal mit dem Boden an. Wasserspeicherungsvermögen von dem Boden ist im Wesentlichen abhängig von der Bodenart und dem Gehalt an organischer Substanz im Boden. Jetzt habe ich zu Böden schon mal ein bisschen was erzählt, möchte aber noch mal kurz wiederholen. Ein Boden besteht im Prinzip aus zerkleinerten Gestein, also sprich kleinen Steinkörnchen, Sand und noch feiner, und aus organischer Substanz. Und organische Substanz ist quasi tote Biomasse. Das kann sein Laub, das vom Baum fällt. Das kann der verwesende Leichnam eines Löwen, der in der Serengeti gestorben ist und Mufasa heißt, weil er von Gnus plattgetrampelt wurde, weil ihn, wie heißt der andere? Scar ihn in die komische Schlucht da geschmissen hat. Ne? Oder das ist schlicht und ergreifend dumm oder scheiße von irgendjemand, der sowas produziert. Sprich, jedes Tier. Ne? Produzieren alle, man kann nicht sagen, die machen nur Scheiße, aber sie machen auch. gut, lassen wir das. Damit haben wir auch dann schon die organische Substanz. Gut, organische Substanz kommt logischerweise von oben, es sei denn, es ist Scheiße von jemandem, der im Boden wohnt, aber auch dann kommt sie relativ weit oben zum Vorschein und nicht in den tiefsten Tiefen. Und in den tiefsten Tiefen sorgen dann irgendwelche Säuren, die zum Beispiel durch den Regen eingetragen werden, beispielsweise dafür, wenn sie dann runter versickern, dass sie da noch neue Partikel vom festen Gestein, zum Beispiel so eine Granitplatte, neue Partikelchen ablösen, nach und nach über einen sehr langen Prozess, die dann quasi ein kleines Steinchen bilden und dann zum Feinboden hinzugerechnet werden können. So, was hat das mit der Wasserspeicherung zu tun? Organische Substanz ist ein ziemlich lockeres Material, ne? Wie man hier sehen kann. Und als ziemlich lockeres Material hat es die Eigenschaft, dass da jede Menge Hohlräume und Poren drin sind und da kann natürlich jede Menge Wasser drin gelagert werden. Mal abgesehen davon, dass es derzeit alles wirklich furztrocken ist hier im Wald. Das ist schlimm, das ist erschreckend. Normalerweise fühlt sich das fast immer feucht an, wenn man so eine Ladung, so eine Handvoll Dreck aufhebt. Aber jetzt ist es wirklich absolut trocken und ich merke nicht das kleinste bisschen Feuchtigkeit da drin. Das ist erschreckend, weil nicht speichert Wasser so gut im Boden wie eine Handvoll oben auf dem Boden draufliegende organische Substanz, Auflage, Humus, Dreck, wenn man so will. Allerdings darf man das nicht dem Bodenkundler sagen, dass Humus Dreck wäre, dann tötet er einen. Oder tritt einen mit dem bedreckten Fuß ins Gesicht. Zweite Sache, die relativ gut Wasser speichert, sind Böden, die eine mittlere Korngröße haben. Die mittlere Korngröße, also wir unterscheiden Sand, Schluff und Ton, ist Schluff. Schluff, kann euch jetzt sagen, wie groß der genau ist, aber der hat halt eine mittlere Korngröße und wenn man mittlere kleine Steinchen nebeneinander legt, dann entstehen dazwischen relativ kleine, aber nicht zu kleine Zwischenräume. Nehmen wir noch feinere Körnchen, Ton, dann sind die so klein, dass die derart gut aneinander haften, dass überhaupt keine Zwischenräume entstehen. In Ton kann man kein Wasser speichern. In Sand kann man auch kein Wasser speichern, weil Sand hat schon so große Körnchen, dass die Zwischenräume, die zwischen zwei Körnchen entstehen, schon wieder so groß sind, dass das Wasser da durchfließt. Heißt, wenn es auf Sand regnet, dann versickert sämtliches Wasser und landet im Grundwasser, wird ausgetragen und kaum ein Baum, außer unsere Eiche zum Beispiel, hat eine Wurzel, die bis ins Grundwasser reicht. Blöd, ne? Also Sandboden eigentlich immer trocken. Auch wenn er das Wasser gut aufnimmt und alles versickert, es bleibt halt nicht da. Tonboden, scheiße, weil nimmt das Wasser gar nicht erst auf. Das steht dann oben drauf als Pfütze, verdunstet und ist wieder weg, zum Beispiel. Oder es gibt Staunässe, die kurz temporär mal eine ordentliche Wasserverfügung, Versorgung zur Verfügung steht. Bringt dem Baum aber auch nichts, weil eine Pfütze hilft dem ja nicht, weil da hat ja keine Wurzel drin. Die Wurzeln sitzen im Boden und fliegen nicht durch die Luft und dringen dann in die Pfütze ein. Das gibt's nicht. Ne? Heißt, wir brauchen einen schluffigen Boden mit viel organischer Substanz und dann haben wir den Boden, der eine sehr gute Wasserspeicherung liefert. Noch besser, ein Torfboden, das wäre dann allerdings ein Moor. Da hat man dann wieder andere Probleme, wenn man als Baum im Moor steht. Wasserversorgung ist da tatsächlich kein Problem. Gut, anderes Thema. Wasserspeicher im Baum.
kann so ein Baum denn nennenswerte Mengen an Wasser speichern, um damit gegen Trockenheit entsprechend gewappnet zu sein? Naja, die gute Nachricht, ein Baum kann schon nennenswerte Mengen an Wasser speichern, sogar gewaltige Mengen an Wasser kann so ein Baum speichern. Wenn man ihn umsägt und dann mal wiegen würde, dann wiegt der das Doppelte bis das Dreifache, je nach Baumart, seines Trockengewichts. Also das, was das Holz wiegt, und Holz ist ja schwer, ist da nochmal ein Wasser drin. Ne? Also schon eine ordentliche Wassermasse. Da kann man beim Baum, der, sagen wir mal, 1,5 Tonnen wiegt, halt dann mal locker von, sagen wir mal, 4 Tonnen Wasser ausgehen oder was. Ne? Denn Trockenmasse von 1,5 Tonnen hat und dann nochmal 4 Tönnelchen Wasser enthält. Also sowas ist möglich. Kommt wirklich sehr auf die Baumart an, kann auch deutlich weniger sein. Sind jetzt 4 Tonnen Wasser ein Vorrat, mit dem man nennenswert lange auskommt als Baum, wenn man Trockenheitsprobleme bekommt? Nee, gar nicht. Das Problem ist erstens mal, man kann nicht sämtliche dieser 4 Tonnen Wasser für photosynthetische Zwecke verwenden, weil die werden auch noch gebraucht, um zum Beispiel einen Zellinnendruck, einen sogenannten Turgor, aufrecht zu erhalten. Ne? Also so eine Zelle braucht immer Wasser. Eine Zelle ist immer ein wässriges Medium. Man kann da nicht sämtliches Wasser rausnehmen, weil man meint, man hat gerade Durst. Dann geht man auch kaputt und stirbt. Heißt, wirklich verfügbar für photosynthetische Zwecke ist von diesen 4 Tonnen meinetwegen die Hälfte ungefähr. Haben wir also noch 2 Tonnen Wasser. Wie schnell sind die weg, wenn man da ordentlich Photosynthese betreibt? Ja, nach ein paar Tagen. Es ist allerdings nicht so, dass man erst den Wasserspeicher im Baum verbraucht, bevor man überhaupt anfängt, mit der Wurzel Wasser nachzuziehen, sondern es wird natürlich, sobald ein bisschen das Wasserpotenzial, die Wassermenge, die man maximal im Baum drin haben wird, kann, nachlässt, in dem Moment sinkt das Wasserpotenzial im Stamm. Damit wird Wasser aus der Wurzel nachgezogen, die ein im Regelfall höheres Wasserpotenzial bietet als das im Stamm. Und in dem Moment, wo die Wurzel ihr Wasserpotenzial reduziert hat, kann es bei guter Wassersättigung des Bodens durchaus dazu kommen, dass das Wasserpotenzial in der Wurzel niedriger ist als das im Boden, weil der sehr nass ist, und damit wird automatisch Wasser aus dem Boden nachgezogen in die Wurzel. Wie das genau mit dem Wassertransport im Baum funktioniert, das habe ich in einem anderen relativ ausführlichen Video bereits erklärt. Das kann ich hier jetzt nicht nochmal in aller Ausführlichkeit wiederholen, weil sonst sitzen wir hier übermorgen noch und würde euch, wenn ich dran denke, dazu den Link noch andrehen. Wenn nicht, müsst ihr mal in der entsprechenden Playlist, in der auch dieses Video zu finden ist, nachschauen, ob ihr da zum Ferntransport, Langstreckentransport in Bäumen, irgendwie sowas, das entsprechende Video findet. Das ist relativ ausführlich, aber da wird das auch dafür dann auch sehr ausführlich und genau erklärt, wie das Ganze mit dem Wassertransport funktioniert. Nochmal ganz kurz für diejenigen, die gar keine Ahnung haben. Ein Medium, das nicht 100% wassergesättigt ist, hat ein leicht negatives Wasserpotenzial. Es wäre null, also kein Druck von Wasser, das in dieses Medium eindringen möchte, um es komplett Wasser zu sättigen, wenn es reines Wasser wäre. Nur reines Wasser oder ein komplett wassergesättigtes Medium hat ein Wasserpotenzial von 0. Hat es nicht so viel Wasser drin, dann hat es ein gewisses negatives Wasserpotenzial, kann also noch mehr Wasser aufnehmen. So, und die Luft oben im Bereich der Baumwipfel ist meistens ganz warm, ist meistens ziemlich trocken, hat ein verdammt negatives Wasserpotenzial und kann jede Menge Wasser aufnehmen. So, jetzt das heißt, unser Baum gibt Wasserdampf an die Luft ab. Allein schon, weil die Luft in der Lage ist, so viel Wasserdampf aufzunehmen. Dadurch sinkt das Wasserpotenzial in den Blättern. Das bedeutet, es wird sogar ziemlich negativ, weil jede Menge Wasser abgegeben wird. Das heißt, unser Stamm mit nicht ganz so negativem Wasserpotenzial gibt Wasser ab an die Blätter, wo das Potenzial noch negativer ist. Wasser bewegt sich immer hin zum negativsten Wasserpotenzial. Dadurch, wie gesagt, ich habe es ja eben schon erwähnt, im Stamm noch negativeres Wasserpotenzial als in der Wurzel, weil da ist ja noch relativ viel Wasser drin. Das heißt, Wurzel schiebt Wasser nach in den Stamm. Der schiebt nach in die Blätter und da verdunstet es raus in die Luft. Und dadurch muss die Wurzel neues Wasser aus dem Boden aufnehmen und dann läuft der Kreislauf die ganze Zeit so weiter. Das Ganze braucht keine Energie, ist ein rein physikalischer Prozess, für den Baum sehr praktisch. Das heißt, die Wassertransportrichtung nach oben funktioniert automatisch. Wasser fließt immer nach unten, außer im Baum. Gilt natürlich auch für andere Pflanzen, nur sind die nicht so hoch und das ist dann nicht so beeindruckend. Aber da funktioniert es genauso, gleiches Prinzip. Gut.
Morgens, wenn die Sonne aufgeht, man spricht da von Pre-Dawn Water Potential, ist im Idealfall unser Baum vollständig mit Wasser gesättigt, so viel er halt aufnehmen kann. Und wenn die Sonne aufgeht, dann legt der erstmal los mit Photosynthese, was das Zeug hält. Sprich, er macht seine Spaltöffnungen, die zum Gas- und Flüssigkeitsaustausch mit der Luft dienen, so weit auf, wie es geht. Das bedeutet, er gibt jede Menge Wasserdampf an die Luft ab, nimmt dafür aber auch jede Menge CO2, also sprich Luft, auf in die Blätter. Wozu braucht man das? Naja, mit dem vorhandenen Wasser plus Sonnenstrahlen gibt das Zucker. So, Photosynthese, ne? Kennt man. Das macht der Baum jetzt so lange, bis sein Wasserspeicher, sein Stamm, das verfügbare Wasser im Stamm für die Photosynthese sozusagen alle ist. Damit sinkt das Wasserpotenzial im Stamm und es wird neues Wasser aus dem Boden nachgeliefert. Aber solange der Photosynthese auf dem Level betreibt, verbraucht er immer mehr Wasser, als aus der Wurzel nachliefern kann. Das kann gar nicht funktionieren. Deswegen muss er dann irgendwann im Laufe des spätestens im Laufe des Vormittags, meistens so gegen Mittag, Photosynthese zurückfahren. Macht die Spaltöffnung etwas zu, hat eine deutlich geringere Photosyntheseleistung, spart aber Wasser. Und dann kommt er mit der Menge Wasser aus, die aus der Wurzel nachgeliefert werden kann. Ist nicht mehr so luxuriös fürs Wachstum, aber geht problemlos, solange genug Wasser im Boden vorhanden ist. Gegen Abend kann er nochmal richtig aufmachen, weil es ist eh nicht mehr viel Sonne da, das letzte Wasser noch raushauen. So, und dann lässt er die Spaltöffnung im Regelfall offen über Nacht, weil es wurscht, findet eh keine Photosynthese mehr statt, ist ja kein Licht mehr da. Was aber noch da ist, ist ein sehr negatives Wasserpotenzial im Stamm, der ja als Wasserspeicher dient. Das heißt, aus der Wurzel fließt es nach in den Stamm, aus dem Boden fließt es nach in die Wurzel, selbst wenn die Blätter nichts mehr verbrauchen, bis der Stamm wieder relativ wassergesättigt ist und dann wieder dieses sogenannte Pre-Dawn Water Potential erreicht hat. Bei optimaler Wasserversorgung haben wir zwischen dem Pre-Dawn Water Potential von unserem Stamm und dem Wasser, das im Boden drin ist, tatsächlich kein Konzentrationsgefälle mehr. Also der Stamm hat das gleiche Wasserpotenzial wie der Boden. Da fließt also nichts mehr, bis die Sonne aufgeht und Wasser verbraucht durch die Photosynthese entsprechend wieder einsetzt. Ne? Problem jetzt, wenn es trocken ist und nicht optimale Wasserversorgung des Bodens herrscht, dann schafft es der Baum nicht mehr über Nacht, das Pre-Dawn Water Potential zu erreichen. Und es bleibt ein gewisses negatives Wasserpotenzial des Stamms am Morgen erhalten. Und das wird jeden Tag, bis jetzt neues Wasser im Boden auftaucht, sprich es regnet, wird dieses Potenzial wieder negativer und negativer und negativer. Und irgendwann, und das ist dann der Punkt, an dem man vom permanenten Welkpunkt spricht. Ja, solche schlauen Worte muss ich mir auch aufschreiben zum Teil. Deswegen gucke ich hier gelegentlich mal runter, weil ich mir die Fachbegriffe doch notiert habe, damit ich die ja im richtigen Zusammenhang auch verwende. Permanenter Welkpunkt. Ne? Wer merkt sich das? jedenfalls, den gibt es und der ist erreicht bei minus 1,5 Megapascal Druck, ne? Negativen Druck, Wasserpotenzial. So, ist der erreicht, dann schaffen es die meisten Pflanzen, insbesondere Bäume, quasi nicht mehr nennenswert noch irgendwo Wasser herzukriegen. Dann saugt es denen alles weg und dann welken sie schlicht und ergreifend. Die Blätter werden trocken, die Blätter trocknen aus, die Blätter fallen runter und es ist sozusagen ein frühzeitiger Herbst. Entscheidend ist jetzt, hat der Baum vorher genügend Reserven durch Photosynthese anschaffen können und kann im nächsten Jahr wieder austreiben oder kann er das nicht? Und da ist ganz entscheidend, ist der Baum es gewöhnt, im nächsten Jahr wieder auszutreiben oder macht er das normalerweise nicht? Soll heißen, wenn man eine Fichte und immer grün ist zum Beispiel und man hat alle Nadeln verloren, dann ist man im Prinzip tot, weil man nicht so viel Energiereserven haben kann, weil das nie vorgesehen ist, sämtliche Nadeln innerhalb einer Vegetationsperiode zu ersetzen. Das schafft die Fichte schlicht und ergreifend nicht. Die kann immer nur ein paar erneuern. Jedes Jahr ein paar. Das geht. Nicht alle. Das geht nicht. Während ein Laubbaum, da ist das nicht so dramatisch, der ist das gewöhnt, der ist in der Lage, jedes Jahr ja, kommt sein komplettes Laub zu erneuern. Also ein wechselgrüner Laubbaum. Es gibt ja auch immer grüne wie den Ilex.
da ist das dann nicht so schlimm. Deswegen in der Hinsicht ein deutlicher Vorteil, was das Ertragen von Trockenheit angeht für die Laubbäume. Ist es zu krass und sie müssen ihr Laub abwerfen, ist das für die nicht das Todesurteil, für einen Nadelbaum schon. Ein Nadelbaum ist aber generell meistens trockenheitsresistenter als ein Laubbaum. Sprich, der Punkt, wo man irgendwelche Nadeln fallen lässt, erreicht ein Laubbaum deutlich früher, der halt Laub fallen lässt und keine Nadeln, während ein Nadelbaum da deutlich resistenter ist. So, aber ich wollte nur mal diesen groben Verlauf dieses Austrocknens ein bisschen beschrieben haben, damit ihr das mal gehört habt. Ich gebe zu, das ist jetzt nicht so ganz spannend, aber der Vollständigkeit halber. Übrigens, man kann beim permanenten Weltpunkt erreichen als Baum auch noch ein bisschen was tun, um trotzdem noch seine Blätter zu schützen, dass sie, obwohl sie welken, trotzdem nicht ganz kaputt gehen und dann quasi in so einen Schlafzustand verfallen, wo sie austrocknen, aber physiologisch noch funktionieren. Das geht dadurch, indem man irgendwelche Osmotika, heißt das, schönes Wort, Osmotika, in die Zellsaftvakuole einlagert. Und was dazu führt, dass dann sämtliches Wasser zusätzlich, weil da diese Osmotika drin sind, die den Innendruck der Zellsaftvakuole erhöhen, das komplette Wasser aus der Zelle in die Zellsaftvakuole gezogen wird. Sprich, die Zelle trocknet sozusagen kontrolliert aus. Das Wasser, was dann in der Vakuole drin ist, sitzt da aber derartig fest, dass es auch bei kompletter Austrocknen des Baumes dann nicht von alleine rausgezogen werden kann und bleibt erhalten. Nach dem Winter, im nächsten Frühjahr, kann dann diese Osmotika abgebaut werden oder bauen sich von alleine ab, haben nur eine begrenzte Haltbarkeit, da gibt es verschiedene Varianten, gehen jedenfalls kaputt und das bedeutet, das Wasser kehrt zurück in die Zelle und die erwacht sozusagen aus dem Winterschlaf. Gibt Bäume, die können das, bei uns in Mitteleuropa nicht in dem Ausmaß, gibt es dann nicht. Aber es gibt da so einzelne Spezialisten und vor allen Dingen bei Nicht-Baumpflanzen gibt es einige Spezialisten, die das hinbekommen. So, und dann kommen wir jetzt mal zu den Maßnahmen, die so ein Baum ergreifen kann, beziehungsweise zu den einzelnen Prozessen, die quasi zwischen maximaler Wasserversorgung, alles ist gut, und dem permanenten Welkpunkt liegen. Ne? Weil da gibt es noch einiges dazwischen. Der permanente Welkpunkt ist quasi der Punkt, wo es vorbei ist, da geht nicht mehr viel und dazwischen gibt es jetzt aber noch eine ganze Bandbreite verschiedener Prozesse. Ich wollte jetzt nur mal die beiden Extreme quasi aufgezählt haben. So, das erste, was passiert an Anpassung, an Mist, mir geht's Wasser aus, ich trockne hier langsam vor mir hin, ist, dass der Baum seine Wasserreserven aus dem Stamm mobilisiert. Das äußert sich darin, dass der Stamm tatsächlich schrumpft. Der geht tatsächlich im Umfang ein wenig zurück. Weil insbesondere die äußere Schicht, Rinde, Bast, enthält einen Haufen Wasser. Was heißt ein Haufen? Also schon einiges, was man nicht zwingend braucht. Da kann man dann also noch ein bisschen was abzapfen. Auch innerhalb der Zellwände von manchen der Holzzellen befindet sich noch ein Haufen Wasser. Das kann man möglicherweise auch noch ein bisschen abzapfen. Viel Wasser bringt das aber insgesamt nicht. Und das findet auch relativ schnell bei Trockenstress statt, dass eben das Stammvolumen etwas zurückgeht. Ist die erste physiologische Anpassung, sprich wir nutzen mal unsere Reserven. Das hat außerdem noch den Vorteil, dass das Wasserpotenzial im Stamm noch weiter sinkt. Und das ist deswegen gut, weil man dann auch bei einem ohnehin schon trockenen Boden durch ein noch geringeres Wasserpotenzial noch besser die noch vorhandenen Wasserreserven raussaugen kann. Das wäre also die physiologische Anpassung, also der Sinn, wenn man so möchte, hinter dem Stamm möglichst entwässern. So weit entwässern, wie irgendwie geht. Das ist also die erste Anpassung. Wenn alles gut läuft, überlebt man damit noch ein paar Tage und dann regnet es wieder und Wasser ist wieder vorhanden und alles ist wieder gut. Man füllt den Wasserspeicher wieder auf und macht schön weiter mit der Photosynthese und freut sich seines Lebens. Wenn das nicht der Fall ist und die Trockenheit hält länger an, dann kommen wir zum nächsten Problem. Nämlich, es gibt erste Embolien. Diese Wasserleitungen, die das Wasser nach oben in die Blätter transportieren, wo es zur Photosynthese gebraucht wird, das habe ich aber auch im entsprechenden eben schon erwähnten Video nochmal relativ ausführlich erklärt, die können reißen. Das sind so Wasserfäden, die bei zu starkem Druck wegen eines zu hohen negativen Wasserpotenzials, das dann wirklich mit so richtigen Mordsdrücken arbeitet,
dann reißen die irgendwann durch, weil der Druck einfach zu stark wird. Und wenn die einmal gerissen sind, ist es nur schwierig und nur bei manchen Baumarten möglich, diesen Riss wieder zu reparieren, weil man dann mit positivem Wasserdruck quasi die Leitung nachspülen müsste, um den Wasserfaden wiederherzustellen. Die Buche kann das zum Beispiel im Frühjahr. Die bildet dann in den Wurzeln tatsächlich einen positiven Druck und kann damit dann quasi zusätzlich von unten Wasser hochpumpen und dann diese Wasserfäden bis zu einem gewissen Grad wiederherstellen. Für die meisten Bäume ist aber die einzige Möglichkeit, gerissene Wasserfäden zu ersetzen, indem sie neues Holz baut, wo neue Wasserfäden dann quasi neue Gefäße mit funktionierendem Wasserleitsystem automatisch drin sind, wenn neues Holz gebildet wird. Ist also ziemliche Katastrophe, weil man ja logischerweise nicht sämtliche Wasserfäden in einem Jahr mit neuem Holz ersetzen kann. Wenn einem also alle reißen oder viele reißen, zu viele, das ist relativ schnell der Fall, dann ist man als Baum dann auch im Eimer. Dann ist man tatsächlich vertrocknet, weil man es nicht mehr schafft, das Wasser hoch in die Baumkrone zu kriegen, damit keine Photosynthese mehr möglich und dann war es das. Das beginnt der Embolie-Bildungsprozess nun, nachdem unser Stamm völlig ausgetrocknet ist. Das ist also quasi der nächste Schritt. Spätestens jetzt merkt der Baum, oh scheiße, mir geht's an den Kragen. Ich muss jetzt Gegenmaßnahmen ergreifen. Wenn man jetzt nicht ein super toller spezialisierter Tropenbaum ist, der Wolken produzieren kann, indem er Kondensationskeime in riesigen Wolken in die Luft haut, damit sich neue Wolken bilden und es verdammt nochmal wieder regnet in den Tropen oder in den Subtropen. Eher ist das ein Problem, in den Tropen regnet es ja sowieso jeden Tag. Wenn man das nicht kann, dann hat man noch drei andere Möglichkeiten. Erstens, man reduziert die Biomasse, die Laubbiomasse und damit automatisch auch den Wasserverbrauch. Soll heißen, wir schmeißen zum Beispiel die Hälfte unserer Blätter ab. Wir machen keinen ganzen Herbst, wir machen nur einen halben Herbst. Auch für Nadelbäume durchaus ein Thema, dass sie meinetwegen 30% ihrer Nadeln abwerfen. Dann haben sie nämlich nur noch weniger Nadeln, ergo haben sie auch einen geringeren Wasserverbrauch und möglicherweise reicht das Restwasser, was im Boden vorhanden ist, ja noch aus, um eben dann die Restnadeln, die man da noch hat und den damit reduzierten Wasserverbrauch noch zu versorgen. Ne? Das könnte durchaus sein. Das ist auch was die letzte Maßnahme meistens ist, aber eine sehr effiziente Maßnahme, um dann noch längere Zeit in der Trockenheit zu überleben. Ziel des Ganzen ist es wieder, so lange noch klarzukommen und zu überleben. Nicht noch großartig wachsen oder sonst wie, sondern lediglich überleben, bis eben entsprechend es wieder regnet und wieder ordentlich Wasser verfügbar ist oder alternativ der Winter kommt. Möglichkeit B. Wenn man noch Zuckerreserven hat und noch entsprechende Baumaterialien, dann kann man vielleicht noch einen neuen Notjahrring sozusagen anlegen, ein bisschen neues zusätzliches Holz außenrum bauen mit besonders engen Gefäßen. Also sprich neue Wasserleitungen, aber besonders eng. Warum besonders eng? Weil die im höheren Druck standhalten. Je enger das Gefäß, je enger die Wasserleitung, desto feiner und damit aber auch stabiler ist der Wasserfaden, der dann nach oben fließt. Und wenn einem zum Beispiel ein paar ältere, sagen wir mal etwas größere, die auch mehr Wasser transportieren können, Gefäße jetzt bereits gerissen sind, dann hat man ja vielleicht noch die Möglichkeit, eben noch zusätzlich ein paar neue anzulegen, um das eben entsprechend auszugleichen. Also im gleichen Jahr. Nicht im Jahr danach neue anlegen, was macht jeder Baum sowieso immer automatisch, indem er weiter in die Dicke wächst, was er jedes Jahr tut, sondern eben zusätzliche im gleichen Jahr als Notwachstum, wenn man das so bezeichnen möchte. Das ist auch nochmal eine Option. Oder C, das ist aber was in der Praxis nur ganz selten vorkommt, man versucht seine Durchwurzelung zu intensivieren. Natürlich kann man diese drei Dinge, die ich jetzt da genannt habe, auch langfristig als eine Maßnahme gegen den Wechsel des Standortes, die Vertrocknung des Standortes verstehen. Soll heißen, ein Baum merkt, über 30 Jahre Mist, es wird jedes Jahr etwas trockener. Dann wird er in seinem Wachstum zum Beispiel viel mehr Ressourcen in Richtung Wurzel investieren, weil er ja merkt, okay, das wird offensichtlich jedes Jahr trockener, das wird nicht mehr besser, also muss ich mehr in die Wurzel investieren und ich muss mehr und dünnere Gefäße anlegen und solche Sachen. Das sind also langfristige Anpassungen, die aber auch kurzfristig bei einem einzelnen, kurzfristig unerwarteten Trockenereignis auch hilfreich sein können. Ne? Aber das sind so die drei Schrauben, an denen man drehen kann, wenn man eine Pflanze ist, um sich gegen Trockenheit eben nochmal zusätzlich ein bisschen anzupassen. So, aber generell gilt, sobald es einigermaßen trocken wird
und man den Stamm nicht mehr voller Wasser hat und allein schon im ganz normalen Tagesgang der Photosynthese. Sobald nicht mehr optimale Wasserverfügbarkeit gegeben ist, bedeutet das Stomata zu. Spaltöffnungen schließen, um halt eben nicht mehr so viel Wasserdampf auszulassen. Und wenn es ganz trocken wird, heißt das für einen Baum als allererste Maßnahme, also das unabhängig von der Reihenfolge dessen, was ich jetzt eben erzählt habe, das erste, was der macht, ist Stomata zu. Also den Wasserverbrauch so sehr wie nur irgend möglich reduzieren. Je nach Baumart ist es möglich, die Stomata vollständig zu schließen, dass da nahezu überhaupt kein Wasser mehr durchgeht. Das können Nadelbäume ganz gut, die verlieren dann wirklich so gut wie nichts mehr. Laubbäume können es nicht so gut, insbesondere zum Beispiel so eine Buche oder andere Bäume mit sehr weichem Laub, die kriegen die zwar auch reduziert, aber nicht so zu, dass da überhaupt kein Wasser mehr rauskommt. Also ein Laubbaum, solange er noch Laub hat, ist quasi gezwungen, Wasser zu verbrauchen. Ein Nadelbaum kann es auf nahezu null reduzieren. Dafür hat der Laubbaum ja immer noch die Option, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, notfalls wirklich alles Laub runterzuschmeißen. Gut, und mit diesen beiden Strategien, ganz dicht machen und sparen oder immer noch ein bisschen was durchlassen, kann man jetzt arbeiten. Das sind so zwei Überlebensstrategien, um mit der Trockenheit umzugehen. So, und bei diesen Strategien gibt es jetzt schöne englische Namen, die ich mal wieder versuche, verstümpert auszusprechen, nämlich die Carbon Starvation Hypothesis, also die Kohlenstoffverhungerungshypothese, grob übersetzt, und die Hydraulic Failure, heißt das so, Hypothese, also die hydraulischer Fehler. Hypothese. Ne? So, und das eine beschreibt vor allen Dingen Laubbäume und das andere vor allen Dingen Nadelbäume, aber man kann da auch innerhalb der Nadelbäume und Laubbäume welche finden, die eher das eine tun und eher das andere tun. Fangen wir mal mit hydraulischen Fehler an, das haben wir nämlich schon beschrieben gehabt. Das ist einfach das, wo die Wasserleitungen reißen, ne? Die Wasserfäden, die Emboliebildung. Und zwar ist die Strategie folgende: Man macht weiter ordentlich Photosynthese, verbraucht weiterhin Wasser und hofft, das ist so eine Art russisches Roulette, dass es rechtzeitig regnet, bevor man verdurstet ist. Weil, wenn es nicht rechtzeitig regnet, dann reißen einem sämtliche Wasserfäden. Und wenn man dann nicht genügend Kohlenstoff gespeichert hat und im nächsten Jahr genügend neue Wasserleitungen mit intakten Wasserfäden zu bilden, dann ist man tot, schlicht und ergreifend, als Baum. Heißt, es ist ein großes Risiko, diesen Plan als Masterplan zum Trockenheit überstehen zu verfolgen. Aber wenn es doch rechtzeitig regnet, dann hat man überhaupt keinen Schaden genommen aus der Trockenheit. Also entweder geht man völlig unbeschadet raus oder man ist tot. Die beiden Extreme gibt es quasi. Ne? Oder fast tot oder zumindest stark geschädigt. Ne? Anders. Die Carbon Starvation-Geschichte, also das Kohlenstoffverhungern, vorsichtig ausgedrückt, das läuft so ab, dass man, das sind ja die Nadelbäume vor allen Dingen, die Nadelbäume, ja, wie gesagt, nicht nur, aber vor allen Dingen, die ihre Spaltöffnungen derartig zumachen, dass sie kaum noch Wasser verlieren. Verdursten tun die nicht, weil sie ja kein Wasser mehr brauchen, in Anführungszeichen. Was denen aber stattdessen passiert, ist, dass sie verhungern, weil sie, wenn sie die Spaltöffnungen zulassen, auch keinen Kohlenstoff abbekommen. Heißt, sie können dann auch nicht wirklich effiziente Photosynthese machen und nicht wirklich Zucker bilden. Heißt, sie müssen halt mit den Vorräten, die sie noch haben, klarkommen. Und wenn es nicht rechtzeitig wieder regnet und sie nicht rechtzeitig wieder anfangen können mit Photosynthese, dann gehen denen sämtliche Vorräte irgendwann aus und ihr eigener Stoffwechsel, also sprich das Leben des Baums per se, braucht ja immer ein gewisses Maß an Zucker zum Energiestoffwechsel. Jede lebende Zelle braucht das. Und das braucht irgendwann sämtlichen Zucker auf und dann sterben sämtliche lebenden Zellen, weil sie verhungern, weil kein Zucker mehr nachkommt. Also auch das bringt einen langfristig um. Jetzt ist es so, über längere Trockenperioden ist die Carbon Starvation Technik definitiv besser, weil die längere Trockenperioden übersteht, ohne gleich zu sterben. Aber
bei kürzeren Trockenperioden gleich auf Carbon Starvation Technik zu schalten, führt dazu, dass man, obwohl man es gar nicht müsste, weil das Wasser doch noch reichen würde für die Trockenperiode, trotzdem dann ein deutliches Defizit an Photosyntheseleistung für dieses Jahr erbracht hat. Das heißt, man hat die folgenden 3 Jahre definitiv Schäden von diesem einen Trockenjahr, weil man da viel zu wenig Photosyntheseprodukt erzeugen konnte und es jetzt an allen Enden und Kanten fehlt als Baum. Während der mit der Hydraulik-Failer-Technik auf volles Risiko gegangen ist, eben überhaupt keinen Schaden davon getragen hat. Wäre die Dürre allerdings ein wenig länger gewesen, wäre er tot. Ja, und jetzt hängt es vom Charakter des jeweiligen Baumes ab, welche Technik er denn nun anwenden möchte, um die Trockenheit zu überstehen. Wie gesagt, Laubbäume im Regelfall eher diese Hydraulik-Failer-Geschichte und die anderen, die Nadelbäumchen, die verhungern tendenziell lieber. Blöd ist jetzt, in jedem Fall, wenn man seine Spaltöffnungen zumacht und kein Wasser mehr rauslässt, dann hat man auch nicht die Möglichkeit, groß CO2 aufzunehmen. Und das ist jetzt deswegen blöd, weil die Photosynthese läuft weiter. Photosynthese kann man nicht abschalten. Sobald Licht, Photonen in die Photosyntheseapparate der Blätter im Chlorophyll, Photosystem 2 nennt sich's, einschlagen, wird da Energie frei und die muss dann umgebaut werden, um damit Zucker zu erzeugen oder was Ähnliches. Die muss. Weil, wenn man die Energie nicht umsetzt in irgendwas anderes, dann wird dieser riesige Energiehaufen beim nächsten Treffer noch größer und noch größer und dann explodiert einem, ganz einfach und einfach dargestellt, explodiert einem dann quasi irgendwann das Photosynthesesystem. Ne? Also der Photosyntheseapparat wird zerstört, wenn die Energie nicht regelmäßig weitergeleitet wird und für irgendwas benutzt wird. Und deswegen, weil man ja unter Umständen nicht in der Lage ist, immer nur Zucker zu produzieren, weil man kein CO2 aufnehmen kann, gibt es einen Leerlauf der Photosynthese, wo sinnloserweise unter Energieverbrauch wohlgemerkt, das braucht dann auch zusätzlich Energie, obwohl die Photosynthese als solche schon Energie erzeugt, kann man einen Leerlauf einschalten, einfach damit einem nicht das ganze Ding um die Ohren fliegt. Das Blöde ist, der nennt sich Photorespiration. Wenn man das eine Weile macht, verhungert man erst recht. Und das ist wieder ein großer Nachteil dieser Carbon Starvation Methode der Nadelbäume, weil sie zusätzlich sogar noch Energie aufwenden müssen, damit ihre Nadeln nicht alle kaputt gehen, weil ihre Photosysteme sämtliche kaputt gehen. Sau schwierig, ne? Übrigens, was da noch erschwerend dazu kommt, sollte mit der Trockenheit noch ein extremer Sonneneinstrahlungsfaktor dazukommen, ne? Also super heiter Sonnenschein, so richtig ordentlich voll drauf auf die Bäumchen, dann spielt auch noch Photoinhibition eine Rolle. Da muss dann nämlich noch quasi das Photosystem der Photosynthese gekühlt werden, weil die Energiemenge, die da reinprasselt, so hoch ist, dass einem das Ding sonst schon wieder um die Ohren fliegt. Also nicht, weil die Energie nicht genutzt werden kann, sondern weil es generell einfach viel zu viel ist. Also auch das gibt es. Und das ist die Photoinhibition. Ne? Und auch da muss man dann wieder Energie aufwenden, um so einen Leerlauf dazwischen zu schalten, der das Ganze dann ein wenig in seine Schranken weist. Denn was passiert denn bei der Photosynthese? Naja, da wird unter anderem Wasser gespalten und entstehen lustige, hochreaktive Teilchen, die man dann ja eben nutzt, um mit deren Energie entsprechend den Zucker zusammenzubauen. Hat man jetzt aber keinen Zucker, den man zusammenbauen kann, weil man kein CO2 hat, dann entstehen trotzdem hochreaktive Teilchen aus der Wasserspaltung. Und dann haben wir eine Anreicherung von Radikalen. Und Radikale sind in der Biochemie sowas Ähnliches wie in Donald Trump in der Politik. Die sind unangenehm. Die nerven und die können sehr viel kaputt machen. Und deswegen muss man dann wieder noch einen anderen Kreislauf dazwischen schalten, um die Radikale zu entradikalisieren. Und das braucht schon wieder Energie. Wir stellen also fest, Trockenheit ist scheiße tödlich, wenn man eine Pflanze ist. So richtig. Ne? Das hält man also wirklich nicht lange durch. Es sei denn, man ist speziell angepasst, hat noch mal besondere Dinge, aus man noch genug Wasser hatte, vorproduziert, die einem dann dabei helfen, zum Beispiel solche Radikale zu reduzieren. Oder eben diese schönen Osmotika, ein schönes Wort, ne? Hatten wir erwähnt. Und solche Sachen. Ne? Also man kann sich da schon drauf vorbereiten und das tun auch eben die Pflanzen, die an Trockenheit speziell angepasst sind.
Aber da geht eigentlich quasi das komplette Wachstum darauf flöten, dass die sich auf die nächste Trockenperiode vorbereiten. Die wachsen also netto nur unglaublich langsam. Das tun unsere Bäume nicht. Haben bei längeren Trockenperioden allerdings auch viel mehr Probleme als speziell angepasste trockenheitsresistente Pflänzchen. Noch so ein Problem ist dann eben also, dass einem auch gleichzeitig noch der Stickstoff alle geht. Weil diese ganzen Metabolite, die man da bauen muss, um gegen die Trockenheit resistent zu sein, die brauchen auch sehr viel Stickstoff. Blöd ist jetzt, wo kriegt ein Baum Stickstoff her? Na, mit dem Wasser aus dem Boden. Wenn man jetzt aber kein Wasser aus dem Boden aufnehmen kann, weil kein Wasser da ist, dann kann man auch keinen Stickstoff, der mag meinetwegen in riesiger Menge verfügbar sein, das hilft einem trotzdem nicht, wenn man ihn nicht mit dem Wasser aufnehmen kann. Trocken geht das nicht, mit der Wurzel aufessen, knuspern oder sowas. Und damit geht einem Baum, dem das Wasser ausgeht, gleichzeitig nach und nach auch der Stickstoff aus, der so dringend gebraucht wird, um halt eben diese Anti-Vertrocknungs-, zum Beispiel Entradikalisierungs-Dinge, Proteine sind meistens in irgendeiner Form, Enzyme oder sonstiges, bauen zu können, die da halt eben entsprechend hilfreich wären. Also es ist wirklich ein verteufelt vielschneidiges Schwert, diese böse Trockenheit, die einen dann da eben entsprechend umbringt als Baum. Ja, so, und jetzt kann ich mein Büchlein zuknappen, weil da steht jetzt nichts mehr drin. Und erwähnen, ist das denn jetzt schlimm? Müssen wir uns denn jetzt dieses Jahr, 2018, mit dem Sommer 2018, große Sorgen um unseren Wald machen? Diese furchtbare Trockenheit, die den Landwirten so zu schaffen macht, macht die auch unseren Waldbäumen zu schaffen? So, und wenn ich jetzt schon so doof frage, nein, tatsächlich ist dieses Jahr eigentlich ein ganz gutes Jahr für den Wald, weil ein trockener Sommer, so Juni, Juli, August, das ist nicht schön. Das wäre besser, wenn es da auch noch ordentlich nass wäre. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist tatsächlich das Frühjahr. Weil bei unseren Bäumen, fast alle unsere einheimischen Waldbäume und auch die Douglasie, die ja nicht einheimisch ist, die sogar ganz besonders, und andere Sachen, die auch nicht einheimisch sind und das noch deutlicher zeigen, und dazu komme ich auch noch gleich, sind darauf spezialisiert, mit der Feuchtigkeit aus dem Frühjahr, mit dem ordentlich dann im Boden gespeicherten Wasser, weil eigentlich sollte das Frühjahr relativ nass sein bei uns, das ist es nicht, längst nicht immer, aber dieses Jahr war es das. Auch der Winter war relativ feucht und die Böden waren richtig schön nass, als die Wachstumsperiode, die Vegetationsperiode losgegangen ist. Das heißt, die Bäume hatten die Gelegenheit, so richtig volle Kanne loszulegen und so richtig ein Mordswachstum hinzulegen, bevor die Trockenheit kam. Soll heißen, der größte Teil des Wachstums, das wichtige Höhenwachstum, ne, gegen die Konkurrenz durchsetzen, weiter ans Licht kommen und so weiter, war schon längst erledigt, bevor es auch nur ansatzweise trocken geworden ist. Und als es dann langsam trocken wurde, waren immer noch große Wassermengen im Boden vorhanden. Da war noch ordentlich der komplette Speicher, der Boden, der gut das Wasser aufnehmen kann, insbesondere wenn man wo steht, wo man eine hohe Wasserspeicherfähigkeit im Boden hat. Ich hatte drüber gesprochen. Da war alles voll. Und damit haben die Bäume noch ordentlich, auch dicken Wachstum, hinlegen können. Und wenn denen jetzt, spätestens jetzt, sämtliches Wasser ausgeht, was sie im Boden finden können, ist das nicht so dramatisch. Also erstens mal ist in tiefen Tiefen immer noch durchaus was vorhanden. Da gibt es schon noch was. Und zweitens, wenn jetzt bei zum Beispiel einem Laubbaum ein früherer Herbst einsetzt, dass der sagt, okay, Wasser alle, ich habe eh schon so viel Wachstum produziert, ich habe eh schon so viel Zucker und so viel Photosyntheseleistung hingekriegt dieses Jahr, scheiß drauf, ich schmeiß das Laub ein paar Wochen früher runter, tut mir nicht weh, mach jetzt halt schon Herbst. Könnte also theoretisch sein, dass Ende August es schon deutliche Mengen an herbstgefärbten Blättern gibt, weil die sagen, die machen schon Schluss. Weil ihnen das Wasser jetzt ein bisschen knapp geworden ist, was gekostet hat, die Trockenheit zu überstehen, zusätzlichen Kohlenstoff gekostet hat und sie dann einfach sagen, gut, ich mache vorher Schluss. Für einen Laubbaum also wirklich nicht so dramatisch, für die Nadelbäume auch nicht so schlimm, weil sie nicht mehr viel Wasser brauchen, nachdem sie jetzt nicht mehr viel wachsen müssen, weil sie ihr Wachstum für dieses Jahr schon gemacht haben. Wenn sie also jetzt dicht machen, die Stomata, und sagen jetzt Carbon Starvation,
und wir sparen und wir wachsen nicht mehr viel, ja, die brauchen ja jetzt auch nicht mehr viel Kohlenstoff. Ne? Das wesentliche Wachstum für dieses Jahr ist erledigt. Das heißt, sie können sich's gut leisten, jetzt dicht zu machen. Und sie haben auch noch genug Kohlenstoff auf Lager, um die Folgen des Dichtmachens, wie eben diese ganzen Leerlaufzyklen für die Photosynthese, damit da halt nicht alles explodiert, dafür haben sie genug Reserven jetzt da. Also auch das ist jetzt nicht so ein Riesenproblem. So, also sprich, wir müssen uns für dieses Jahr keine Sorgen machen, weil wir eben dieses trockene Frühjahr hatten. Ganz anders war es, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, ich kriege es leider gerade nicht mehr ganz zusammen, da hatten wir ein super trockenes Frühjahr, einen saufrühen Frühling und schon richtig heiße Temperaturen. Ich glaube, das war letztes Jahr, oder? Naja, dann könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ich erinnere mich ums Verrecken nicht. Aber einen super nassen Sommer. Da sollte man meinen, also vergleichsweise nassen Sommer, da sollte man meinen, dass das Waldwachstum da gut gewesen wäre. War es aber nicht, weil das nasse Frühjahr gefehlt hat. Die Bäume, wenn sie in das Frühjahr, in die Vegetationsperiode einsteigen, wenn bei den Laubbäumen das Laub austreibt und die Nadelbäume die zusätzlichen paar neuen Nadeln anlegen, die sie ja pro Jahr dann auch bilden, die bilden ja auch jedes Jahr neue Nadeln, da findet das ganze Wachstum statt. Da legen die los und kloppen rein und wachsen, was das Zeug hält, bis das Wasser alle ist, mehr oder weniger. Oder eben bis tatsächlich der Sommer rum ist. Wenn sie die Möglichkeit haben, den kompletten Sommer durch so ein Wachstum hinzulegen, das nimmt dann auch nochmal ab. Deutlich nimmt es ab. Aber sie wachsen trotzdem noch mit ordentlich Schmackes weiter, wenn sie die Möglichkeit haben. Aber fehlt ihnen dann dieses Sommerwachstum, ist das nicht so dramatisch, wie wenn das Frühjahr super trocken gewesen ist und sie ihr ordentliches, wichtiges Frühjahrswachstum nicht haben hinkriegen können. Also ein super trockener Sommer bei nassem Frühjahr, nicht schön, besser wäre beides nass, aber nicht schlimm. Für Bäume. Ganz anders eben bei unseren Nutzpflanzen, weil die anders als Bäume keine super lange Wurzel haben und damit jedes bisschen Feuchtigkeit, was weiter unten im Boden gespeichert ist, noch aufnehmen können. Und dann kommt noch erschwerend dazu, um nochmal kurz auf das Thema Boden einzugehen, so ein Ackerboden ist scheiße, was die Wasseraufnahmefähigkeit angeht, verglichen mit so einem Waldboden. Also in so einem Waldboden kann insgesamt, weil da auch einfach viel mehr nutzbarer Boden unter Umständen vorhanden ist, kann so ein Waldboden einfach viel mehr Wasser aufnehmen. Außerdem kommt noch dazu, dass das Wasser, was im Waldboden drin ist, im Wald erheblich langsamer verdunstet. Weil auf dem Acker brutzel die Sonne, brutzel, 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 verdampf, verdampf, verdampf und das Wasser ist weg. Im Wald, ja, wo ist denn die Sonne? Da oben scheint sie. Hier unten nicht, hier ist Schatten. Hier ist schön kühl, kühles Waldmikroklima. Grundsätzlich immer eine gewisse Feuchtigkeit am Waldboden gegeben. Immer eine gewisse Feuchtigkeit, jetzt im Hochsommer natürlich nicht viel, aber auch immer noch ein wenig. Man merkt es immer, wenn man draußen vom Acker kommt, in den Wald reingeht. Es weht einem so ein leicht kühles, feuchtes, feuchteres zumindest, Lüftchen entgegen und man hat einfach das Gefühl, hier ist angenehmer. Und das bildet man sich nicht nur ein, das ist nämlich wirklich so. Und dementsprechend hält sich auch die Feuchtigkeit und das Wasser im Wald einfach erheblich länger als auf so einem Acker. Und außerdem, ne, wie gesagt, die Wurzeln reichen bis runter. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass es ja das Wood Wide Web gibt. Auch da hatten wir schon drüber gesprochen. Ne? Also dieses waldweite Netzwerk zwischen alten Bäumen, die über ihre Wurzeln miteinander vernetzt sind, mit Hilfe vom Pilznetzwerk, das dann die Wurzeln wiederum miteinander umschließt und so weiter und so weiter. Darüber kann auch Wasser weitergegeben werden. Soll heißen, wenn wir jetzt irgendwo eine Eiche rumstehen haben, in einem Hektar Wald, eine Eiche, und die hat, sagen wir mal, zwei Wurzeln, die bis ins Grundwasser reichen, dann kann die, insbesondere wenn es um Leben oder Tod geht, so viel Wasser damit hochpumpen und das unter Umständen, das ist noch nicht alles nicht sehr untersucht, aber ich könnte es mir wirklich gut vorstellen, könnte dieses Wasser, was die da aus dem Grundwasser hochpumpt, reichen, um es dann über das Wood Wide Web so weit zumindest an alle Bäume im näheren Umkreis zu verteilen, dass niemand stirbt. Und das geht auch nicht auf dem Acker. Das hast du nicht beim Bauer auf dem Feld. Das sind so ein paar Vorteile, die halt einfach den Wald zur dominanten Vegetationsform bei uns in Mitteleuropa machen. Und ja, es hat Gründe, weshalb natürlicherweise alles hier Wald wäre und keinesfalls eben Acker. Der Wald ist dauerhafter. Der ist resistenter gegen Umweltkatastrophen, resistenter gegen Stress, resistenter gegen alles. Und ja, es gibt eigentlich kaum eine Vegetationsform, die so dauerhaft ist
wie der Wald und so viel Katastrophen in Anführungszeichen biologischer Art wegstecken kann. So, und dazu, dass es ja jede Menge Wachstum schon gegeben hat dieses Jahr und dann früher alles super losgeschossen ist im Wachstum und so weiter und so fort, dazu gibt es sogar noch einen relativ eindrücklichen Beweis, den man ja bei einem Extra-Video und das auch daheim im Keller, weil jetzt hier langsam die Sonne weg ist und ich auch Hunger kriege, nämlich die Platane. Aber das seht ihr dann im Extra-Video, ist eine Waldfragestunde. Einfach darauf achten, das kommt dann auch in Kürze in Anschluss an dieses Video wahrscheinlich online. Ja, so ist zumindest der Plan. Jo, und das wäre dann das Thema Trockenheit und der Wald auch gewesen. Waldbrand, Feuergefahr und so ein Zeug, da möchte ich jetzt nichts mehr zu erzählen. Da habe ich schon mal ein Video gemacht. Wenn ich sowieso am Verlinken bin, versuche ich mal dran zu denken, das auch gleich noch in die Videobeschreibung reinzupacken. Ich glaube, das war schon recht umfassend. Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal was zu erzählen. Aber na, vielleicht fällt mir doch noch was ein. Aber dann gibt auch das ein extra Video. Und dann in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und zündet mir ja nicht den Wald an.